Hinweis: Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo und herzlich willkommen hier zu Dead by Daylight. Und oh, wir haben eine verdeckte Opfergabe und ich habe keine Ahnung, was es ist, denn sie ist nicht von mir. Ich hatte mich die Coldwind Farm reingehauen, weil wir sind mit dem Doktor unterwegs als Killer, weil wir da ein tägliches Ritual haben. Und ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, denn diese Runde ohne Facecam, ich denke mal, die nächste Runde wird auch noch ohne Facecam sein, denn ich nehme gerade zwischendurch auf, ich habe leider keine Dead by Daylight Folgen mehr. The Forest momentan habe ich auch nicht, also nicht wundern, wenn da nichts kommt, weil ich bin noch im Uni-Stress, ich muss noch eine Hausarbeit schreiben mit 20 Seiten in den nächsten 3 Tagen. Ja, ich bin pünktlich wie immer. Nehmt euch an mir bloß kein Beispiel. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das schaffen soll, aber ja, jetzt ist gerade bei mir Dienstagabend. Ich habe gerade mal 2 Minuten Luft, so kurz vor 0 Uhr. Und dachte mir, ich nehme jetzt hier mal 1-2 Runden Dead by Daylight auf. Erstens, damit ihr was schauen könnt und zweitens, damit ich mal ein bisschen runterkomme, ne? Weil nur stressen, das ist auch nicht so gut. Ja, den Doktor haben wir momentan, oh, ich laufe gegen Wände, mache ich total gut. Weil wir halt das tägliche Ritual haben und das tägliche Ritual beinhaltet, dass wir einen Überlebenden 15 Mal schocken müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau explizit auf einen Überlebenden ist oder ob es halt generell 15 Überlebende sind, die wir, also 15 Mal einen Überlebenden schocken sollen. Keine Ahnung. Eigentlich auch ganz cool, dass wir jetzt hier in dem Gedenkinstitut sind. Ey, warum habe ich die nicht gekriegt? Ja, an sich ganz cool, dass wir hier im Gedenkinstitut sind. Hey, den kriege ich so nicht. Hey, yo, ich will dich kriegen. Hey, ich krieg den nicht. Ich hätte vielleicht meine Dings verlängern sollen. Hey, warum kriege ich den nicht? So kriege ich den ja nie. Ha, 2-mal, okay. So, ich war jetzt gerade beim Gedenkinstitut. So, also wie gesagt, die Folge wird sich jetzt damit daraus aufrichten, den hier 15 Mal zu treffen. So, 5-mal haben wir schon. So, 6. Bin ich jetzt nur runtergesprungen und er nicht? Wie gut ist das denn? Schilt er da jetzt echt noch oben? Ja, ich bin nicht die hellste Kerze im Leuchter. So. Wie gesagt, ich hoffe irgendwie, dass das jetzt wirklich nicht nur für ihn gilt, weil ich weiß nicht, ob ich ihn wiederfinde. Hä, irgendjemand hat hier gerade ein Totem gemacht. Wo ist das Totem? Irgendwas wollte ich gerade erzählen. Ich habe schon wieder total vergessen. Ich gehe mal hier auch zum Generator und mach den mal putt. So, da haben wir auch schon die nächste Person geschockt. Sehr gut. So, und die rennen hier alle weg. Eigentlich auch nicht schlecht. So, hier haben wir noch eine Palette. Hä, was leuchtet? Das sah gerade aus, als wenn die Person da in der Palette drin wäre. Das sieht total merkwürdig aus. Aber die haben wir ja schon kaputt gemacht, wie es aussieht. Das ist sehr, sehr komisch. So, hier läuft wieder die Mac. Oder ne? Kriegen wir so nicht. Ne? Blöd. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Bei den 15 Mal. Oder habe ich das schon erzählt? Ich bin jetzt mega verwirrt. Das habe ich jetzt total abgelenkt. Diese Palette da nervt mich auch mega ab. Wenn wir das 15 Mal schaffen, bekommen wir am Ende dafür 90.000 Punkte. Und das finde ich natürlich nicht verkehrt. Ich glaube, dadurch, dass ich die Schocktherapie so einsetze, haben die schon Angst. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Hä, warum leuchten denn die Paletten? Das irritiert mich voll. Heißt das, da ist jemand rübergekrabbelt, wenn die leuchten? Oder ist das einfach nur ein Megabug? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein Megabug ist. So, aber dadurch, dass wir gerade jemanden gefunden haben, nachdem die angefangen hat zu leuchten,
ist das natürlich gar nicht mal so übel. Alter, ich bin völlig irritiert von den ganzen Geräuschen und Symbolen. Blöd ist halt wirklich nur, dass, Gott, das ganze Leuchten, das irritiert mich so. Ah, okay, die haben wir nochmal getroffen. Ha! So, der ist jetzt hier fertig gemacht worden. Aber hier ist wieder unser Jake. So, den müssten wir jetzt schon 7 Mal getroffen haben. Achtmal. So, alle. Kommt zurück. Wir brauchen noch 9, 10, 11 und 12. Aber die gerade voll irritiert, dass wir da standen. Zumindest unsere Halluzination. Sehr gut. Der schiebt gerade fett Hallos. Sehr geil, Alter. Ich glaube, er weiß gerade wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. So, wo ist er denn hin, ist die viel bessere Frage. Hey, geil, ja, mach weiter. Ist eine gute Idee. Du weißt schon, dass ich aber gleich umswitche und dich dann fett kille. Kannst du aber mal einen drauf lassen. Ich will nur sicher gehen, dass ich dich 15 Mal getroffen habe. Komm zurück. Find das nicht lustig. Jetzt will er hier auch schon die Teammates an uns abschmieren. So, ich glaube, jetzt müssten wir es gleich haben, oder? Viel kann jedenfalls nicht mehr fehlen. So, ich mache jetzt noch ein, zwei Mal. Und dann sollten wir ein Safe haben. So, noch einmal. So, jetzt pass mal auf, wie schnell ich wechsle, Alter. Da hat er noch einen Schock gekriegt, der war anders. So. Jetzt haben sie zwar schon 3 Generatoren gemacht. Aber jetzt bringen wir sie mit dem Anhängen mal ein bisschen aus dem Konzept. So, jetzt bin ich ja einmal im Kreis gelaufen, weil ich dachte, da wäre ein Durchgang. Habe ich gut gemacht, ne? Hä, habe ich gerade zur Behandlung gewechselt? Das wollte ich doch gar nicht. So, hier ist der Generator fett am Dun. So, sie ist reingehauen. So, ist die andere Mamsell hier. So, da hat sie uns glatt noch gekriegt. Ich glaube, behandlungsmäßig sind ja alle hier gut dabei. So, wo ist sie hin? Okay, sie ist nach da gerannt. Jetzt hängt sie hier bei der Palette rum. Will sich hier mal fett gönnen. Aber wo ist denn die Claudette hin? Die war doch hier auch die ganze Zeit. Komisch. Ja, aber jedenfalls schön, dass ich in dieser Folge irgendwie alle Sätze vergesse und dass mich das mit diesen Paletten mega irritiert. So, wo rennt sie lang? Aber sie schiebt immer noch fett Hallos. Von daher geht das ja voll klar. So, haben wir uns noch gut rangezogen. Ich geh mal hier schnell das Bummel kaputt machen. Ah, kann es sein, dass diese Paletten eigentlich gar nicht existieren? Aber für die anderen hier schon? Also für die Überlebenden? Kann das sein? Das sind Halluzinationen, die mich so ein bisschen irritieren. obwohl es so meine sind, ne? So, hier ist gerade wer gerannt. Aber keine Ahnung, wer und wohin. Das ist gerade ein bisschen irritierend. Aber die Person läuft hier gerade anscheinend rum. Nicht zu finden. Ah, Adrenalin ist noch aktiv. Sehr nice. Na, was der andere? Ja, mein Freund. Ich wollte erst den Schrank nehmen, aber dachte, nein, der ist nicht weit genug weg. Es
geht auch dieser blöde Ausgang auf, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ach ja, ihr Glücklichen. So, aber wir haben unsere Tagesaufgabe mit 90.000 Blutpunkten abgeschlossen, würde ich sagen. Von daher stört es mich kein bisschen, dass wir hier gerade nicht so erfolgreich waren in der Runde. Das war jetzt wirklich eine reine Ritual-Erfüllen-Runde. Obwohl ich glaube, wir sind jetzt auch gar nicht so schlecht gewesen. Aber jedenfalls irritiert mich das hier mega mit den Fake-Paletten. Das ist sehr, sehr irritierend. So, da sollte gerade noch der freundliche Hinweis kommen. Ey, das hat hier keinen geschockt. Das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Ja, da sollte anscheinend gerade jemand noch den Ausgang verlassen. Wow. Ich war doch nie so gut. Ja, aber wie gesagt, sollte uns ja hier die Blutpunkte bringen. Ja, und dafür, dass wir da nur hinterhergerannt sind, war es jetzt auch nicht gar nicht so ver... Ja, sehr strange. Ich weiß gar nicht, was tägliches Ritual im Englischen heißt. Jedenfalls haben wir das an der Stelle geschafft. Ach ja, fröhliche Sache das. Ich habe gerade beschlossen, wir machen mal noch eine zweite Runde zur Feier des Tages. Dieses Mal mit unserem guten Michael Myers. Ja, ich habe die letzten Tage eigentlich nicht, weil es war ja die Gamescom in der Zwischenzeit. Ich habe die letzten Male immer Dead by Daylight, wo ich privat gespielt habe. Jetzt bin ich gerade voll durch den Wind, ich kann gerade gar nicht mehr reden. Wo ich die letzten Male privat gespielt habe, habe ich des Öfteren wieder Michael genommen. Und das war sehr, 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 sehr schön. Weil es so schön an alte Zeiten erinnert. Und ihr kennt mich, ich mag den Michael sehr, sehr, sehr gerne. So, schaut mal, da haben wir fleißige Mitmenschen, die darauf warten, gestalkt zu werden. Das macht denen Spaß. Hui. Oh, ich stand noch zu nah dran. Scheiße, ich bin extra weggegangen und stand noch zu nah dran. Aber gut, schenkt mir gerne mal die Punkte. Ja, mittlerweile haben wir mit dem guten Michael auch den Ruf der Krankenschwester. Das ist immer wieder sehr, sehr schön. Du. Ja, da habe ich dich gesehen. So. Wir stoppen erstmal das hier. So, und er ist weitergerannt. Und rennt immer noch. Und hier ist auch noch wer. Mensch, wo ist er denn hin? Trete ich aber auch nochmal rein. So, und ich möchte eigentlich ungern, dass es den anderen trifft, weil ich mich jetzt an dem hier schon so gut aufgeladen habe. So. Und üblicherweise laufen die Täter an ihren Tatort zurück. Aber leider nicht in den Schrank. Blöd. So, das heißt, wir gehen mal einen Schritt weiter. Ich gehe zwar stark davon aus, dass da gleich weitergeschraubt wird, aber ich kann nicht die ganze Zeit hier stehen bleiben. Das wäre nicht so schlau. Deswegen gehen wir jetzt mal nach hier hinten und hören mal. Aber hier hinten ist nichts los. Dann gehen wir einfach mal den Weg hier runter. Aber wir haben sie jetzt schon mal ganz gut durcheinander gebracht zum Anfang, glaube ich. Dass wir da so schnell erschienen sind und einmal in die Menge rein. So, da ist auch keiner. So, die sind wirklich nur an den zwei Generatoren hier vorne. Da ist auch keiner drin. So, da ist jemand am Stüssel. Aber nicht mehr lange. Es sei denn, der rennt hier zwischen, das war ja klar. So, jetzt verkacken sie auch noch selber den Generator. Machen sie sehr gut. So, hier ist auch noch der Dwight. Der mit allem irgendwie gar nichts am Hut hat, aber trotzdem den Zorn auf sich zieht. So, na, beide über die Palette rüber. So, das vernichten wir mal. So, da macht immer noch einer den Generator. Alter, wie dreist kann man sein? Ja, Mac, blöde Idee. Das war keine so gute Idee, obwohl ich sagen muss, dass der Skin schon sich extrem gut tarnt, ne, Dwighty Mate?
läuft nicht so bei euch, würde ich sagen. die sind da schon recht spontan. So, aber das war der Plan. Weil guck mal. Jetzt wissen wir, wo er hier ist. Bringt zwar punktemäßig nicht so viel, aber wir können ja mal eine Runde Leute hinlegen. Schau mal, da ist Nummer 4. Bleib mal stehen. Ich will mal gucken, wie weit wir gehen können. Tudi, tudi, tu. So. Eine Person ist wieder aufgestanden. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal dich. Die trödelnde Braut, ne? Die hat sie jetzt wieder hier für euch gerettet. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. So. Seine Zeit läuft da jetzt erstmal ein bisschen. Wir gehen jetzt mal wieder zur Ursprungsstelle zurück, treten aber in der Zwischenzeit mal noch den Generator ein. So, Dalle. So, hier sind sie aber immer noch am Dun. So, schaut mal, Ruf der Krankenschwester, Alter. Ist das ein Träumchen oder was? Ruf der Krankenschwester. Ist einfach ein Träumchen. So, da sind wir auch schon wieder fast aufgeladen. Müssen wir hier auch noch vorsichtig sein mit unserem teuren Gut. So, hier gehen wir auch wieder durch das Fenster. Oh, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich habe gerade nur hinten auf den Haken geguckt. So, ich habe jetzt gar nicht gehört, ob jemand drin den Generator macht. Das klang so ein bisschen danach. Ach, schaut mal, da hängen sie alle auf einem Fleck. Läuft. So, die Mac leidet mal wieder. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit ihm spielen möchte. Na, aber da kommt auch schon wieder einer angerannt, wenn ich das richtig gesehen habe. Nö, habe ich falsch gesehen. Ich dachte wirklich, da kommt jemand. So, aber wir lassen sie ruhig mal ein bisschen ausbluten. Das ist ja jetzt nicht so das Ding. Ach, schaut mal, da sind sie auch schon. Die Retter mit der Weste. So. Auch nochmal an der Stelle putt. Die ziehen die Paletten auch nicht runter, ne? Unglaublich. Unglaublich, sage ich euch. Versuchen es auch immer wieder. So, wisst ihr was? Wir hängen die jetzt auch einfach mal an. Weil ich glaube, sie bleiben ja eh in der Nähe. So, er gönnt sich hier hart. Denkt sich, laufe ich doch nochmal vorbei bei der Gelegenheit. So. Ja, kommt. Holt. Ist eine wahnsinnig super Idee. Hä, ich kann mich gar nicht mehr aufladen gerade. Scheiße, voll daneben gehauen. So, gönnen wir uns mal an der Stelle. Geht ja schnell. Wir sind ja direkt neben Haken. Kann man mal machen. So. Läuft, würde ich sagen. So, wo ist das weit hin? Ach, schau mal, hier ist schon wieder Emsebremse. So, nehmen wir auch gleich mit. Wie heißt er? Irish to go. So, danke fürs Haken freimachen, war sehr nett. Ich hätte ja mal gewartet, bis ich ein Stück weglaufe. Oh, wer war denn hier gerade auf der Agenda? So. Fangen bringt auch nochmal Punkte. Alter, Leute, was ist denn los hier mit euch? Die gönnen mir hart. So, da kommt auch schon die Mac. So, dann haben wir einmal Befreiungsschlag. So, ich bin immer noch aufgeladen. Na, krieg ich die Mac noch? Krieg ich die Mac noch? Ja, sehr gut. Das hat sich doch mal gelohnt. So, dann bringen wir die Mac mal zum Haken. So, das war ja fast klar. Aber halb so wild. Ach ja, deswegen ist mir Michael Myers immer noch der Liebste. Gerade Ruf der Krankenschwester ist mit ihm natürlich genial. Schau mal einer, guck. So, ihn haben wir noch gar nicht so richtig verfolgt. Deswegen bleibe ich jetzt mal bei ihm dran. So. Ne, man muss sich ja auch mal was gönnen. Oh, fuck, Alter. War das knapp. Das war ja knapp. Alter, hat der ein Glück. Gut, dass ich daneben gehauen habe, aber volles Rohr. So, ich gehe mal hier zum Haken zurück, weil ich hoffe, nein.
zu spät gehofft. Sie haben sich zu schnell geheilt, aber es bedeutet, dass sie noch in der Nähe sind. Und hier Richtung Generator gelaufen sind. So. Und schon klopft es hier einmal. So, hier sind kaum noch Paletten. Von daher nehmen wir ihn hier mal mit. Ne, Loom? Das machen wir mal an der Stelle. Vor allem ist es voll lustig. Ich gucke irgendwie die ganze Zeit immer in die Webcam, obwohl ich die gar nicht anhab. Das ist, ja, lustig. So, hier war gerade auch noch jemand am Stüssel. Boah, Alter. Das war eine knappe Geschichte. Aber keine Sorge, ich kann auch so schlagen. Guck mal, da sind die beiden. Die Mech habe ich kaum genutzt, aber die leckt jetzt ein bisschen. Blöd. Hä, sieht sie die Palette einfach eigentlich runter? Ich kann mich gerade überhaupt nicht wehren. So, Mech haben wir jetzt einfach mal voll mitgenommen. So, hier muss aber noch irgendwo der Dwight sein, der sich gerade hier hinterm Haus geheilt hat. So. Den sollten wir aber eigentlich auch noch kriegen. Er sieht auch gerade nur, wie ich hier vorbeislide. Voll gut. So, ich nutze jetzt mal hier kurz die Zeit, weil zeitmäßig sind wir in einem echt guten Management. Es sind noch 4 Generatoren. Wir hatten alle schon so gut wie einmal am Haken. Läuft bei uns. Da haben wir ja hier glatt ein Buffet. So, Dalle. Dann, schau mal, der hier ist schon wieder fast am Dun. Einen haben sie mittlerweile fertig gekriegt. Das haben sie echt gut gemacht. Bei denen hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Hä, wo sind die gerade rausgelaufen? Ich war doch gerade direkt hier. Sind die gerade aus dem Fenster gesprungen? Irgendeiner hat sich hier gerade noch geheilt. Ich habe gerade vernommen, dass da jemand Schmerzen hatte. So, da hinten ist noch nichts am Dun. Deswegen laufe ich jetzt tatsächlich mal hier durch. Hm, habe auch keine Ahnung, ob unten wer ist. Ach, schau mal. Ach, schau mal. So, hier am Generator ist auch noch wer. So, aber lieber zerstöre ich den Generator an der Stelle. Und dann schnappen wir uns mal das Häschen hier. Ich glaube, Loom stirbt jetzt aber, wenn wir ihn an Haken kriegen. Nicht schlau mir die besser. Okay, ja. Jedenfalls nicht schlau. So. Ist ja schön, wenn man jemanden aufhalten will, aber nicht, wenn ich aufgeladen bin. Das ist äußerst ungünstig. Genauso wie heilen hier. So, die Mech geht auch, weil an der Mech habe ich mich schon voll aufgeladen. Da kommen wir nicht mehr weit. So, Mech, komm, wir suchen uns jetzt auch mal einen schönen Haken. Ne, denn nur die Haken kommen in den Garten. Okay, der war echt schlecht. So, der macht gleich den Generator hinter mir fertig. Oh, ich glaube, höre ich mich selber oder läuft er uns hinterher? Der läuft uns ein Ernstes hinterher. Das hätte gerade schief gehen können für ihn. So, er ist aber wieder hochgelaufen und straight raus. So, hier hat keiner was gemacht. Unglaublich. Dann gehen wir gleich mal den da hinten suchen. So, aber bis jetzt haben wir einen ganz guten Schnitt. 2 am Haken. Safe. So, ist der jetzt abgehauen? Ich habe nur irgendwie was wackeln sehen, aber keine Ahnung, wo wer langgelaufen ist. So, der Michael soll uns verraten, wo jemand ist. So, da hinten ist jemand am Dun. Der ist nämlich fast fertig. So, und ich habe den richtigen angehangen. Sehr schön, weil an ihm kann ich mich noch aufladen. Sehr gut. So, wo ist er denn hingerannt? Ach, er kommt gerade schon wieder zurück. So. Vom Prinzip her ist er jetzt RIP. Aber schau mal, der Dwight will noch unbedingt. So, weil ich glaube, sie haben nur noch den einen da am Laufen. Also den Generator. Ach, schau mal, er läuft schon wieder zurück. Also sowas habe ich mir schon fast gedacht. Oh, fuck. Das war sehr, sehr knapp. Oh, schau mal, er ist schon hier wieder am Laufen. Dann holen wir uns doch einfach ihn. Alter. So, gar kein Problem. So, und da sonst die Luke erscheint, suchen wir uns natürlich jetzt auch noch den Dwight.
Das einzige Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo er ist und wir können gerade nicht richtig stalken. Ach, schau mal einer, guck. Ich wäre jetzt richtig an ihm vorbeigelaufen. Oh. Aber er dachte sich, juckt mich nicht. Wow. Wir spielen Verfolgungsjagd. Das Spiel können wir gut. Oh, ich hab daneben gehauen. Das gibt's doch gar nicht. Hä, als wenn ich dich jetzt nicht gesehen hätte, mal ehrlich. So, er hat jetzt auf jeden Fall schon mal weniger Angst. So. Ja, die Paletten werden weniger, mein Freund. Du hast schon so gut wie alle umgeschmissen. Ach ja, sieht nicht gut aus. So, wir können uns aber auch nur noch minimal aufladen. Ich hatte jetzt Hoffnung, dass er denkt, ich komme hinterher. Scheiße, er ist zurückgelaufen. Ja, jetzt wird er ihn wahrscheinlich hochheilen, nehme ich mal an. So würde ich es jedenfalls tun. Ja, schau mal, da sehen wir die beiden Hübschen auch schon. Und wir laufen wieder eine Runde im Kreis. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob beide hier durch sind. Ich glaube, es ist nur einer durch, der andere ist stehen geblieben. Wir müssen natürlich aufpassen, dass Emsebremse hier nicht gleich stirbt. Das wäre sehr schlecht. Hä, wie? Oh, fuck, Alter, ich schlag immer daneben. Das geht mir mega auf den Keks. Ich hatte gerade das Gefühl, White könnte eventuell da sein. Alter, das Fenster muss aber auch irgendwann mal zugehen, oder? So, okay, er liegt wieder. Wir müssen Dwight suchen. Und Dwight, weiß ich nicht, ist der hier im Keller verschwunden? Aber eigentlich nicht, weil sonst hätte ich sehen müssen, dass er sich gerade geheilt hat. Von daher bezweifle ich, dass er im Keller ist. Das Problem ist, ich habe jetzt echt gar keine Ahnung, wo er ist. Weswegen ich jetzt mal Richtung Generatoren laufe. Da. Er könnte natürlich auch nach oben gelaufen sein, weil dann hätte er jetzt gerade den besten Blick auf mich. Das hätte ich so gemacht. Okay, hier ist schon mal die Luke, gut zu wissen. So, er dreht sich da noch vor sich hin. Hier ist nichts am Dun. So, wo sind sie lang gelaufen? Hier ist der Dwight. Den müssten wir jetzt viel eher mal Hallo sagen. So, okay, wir sind an beiden Max aufgeladen. Ah, sie laufen auch immer wieder zurück, ne? Ärgerlich. So, machen wir jetzt an der Stelle auch mal. So, die andere Person muss sich aber noch heilen. Das heißt, sobald die sich heilt, sollten wir eigentlich den Aufenthaltsort feststellen können, wenn wir nah genug dran sind. Ich verliere die ständig aus den Augen, ey. Das nervt voll. So, aber hier haben wir jetzt noch eine Palette gefunden, die umliegt. Sehr, sehr gut. Ach, schau mal, da hinten sind sie. Da hinten sind sie. Und wenn jetzt keiner von denen Schlüssel findet, sollten wir es ganz gut schaffen. So, ihn können wir nicht schon wieder umlegen. Wir müssen es tatsächlich mit ihm versuchen. Sonst stirbt er uns bald weg. Und dann springt er uns hier in die Luke. Und er weiß jetzt mit Sicherheit, wo er ist, wo sie ist. Genauso gefährlich ist es, ihn da hinten mit dem Generator allein zu lassen. Ich bin gerade hier sehr im Zwiespalt. Alter, ich spiele das Fensterspiel, mein Freund. Kannst du aber wissen. Ich bin richtig gut in diesem Spiel. Ah, verdammt. Das war so knapp. Nee, ich laufe hier gegen Wände. Blöd. So, wo ist er hin? So, egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nach hinten zum Generator. Weil ich nicht möchte, dass er den fertig kriegt. Fuck it. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig. Ha! Vor allen Dingen sehr ungünstig ist auch, wir haben Nöd. Wir haben Nöd. Wenn der Dwight jetzt einen Ausgang aufmacht und einfach durchgeht, dann ist es ziemlich safe, dass die Luke aufgeht.
Ja, und das auch ist ebenfalls ungünstig. So, aber er hat sich erstmal geheilt und ich habe nicht gesehen, dass er sich geheilt hat. Also muss er etwas weiter weg sein. Ich denke mal hier irgendwo. So, da sehen wir wieder ihn. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ne? Ich gehe wieder zu den Ausgangstoren. Weil die Zeit läuft ja eigentlich gegen sie. So, hier ist nichts. Wäre allerdings auch schade, wenn ich ihn nicht anhaken könnte. Nöd. Richtig gut. So, jetzt muss ich hoffen, dass er nicht zu nah an der Luke ist. Deswegen tragen wir das Ganze jetzt mal hier ein bisschen näher. Weil ich muss sehen, wo er liegt. Aber er liegt gut, glaube ich. Weil sonst hätte ich ihn jetzt hier im Radius der Luke schon gesehen. Guck mal, da ist er. Na, kriegen wir ihn noch schnell hochgehoben? Läuft. So, jetzt darf er nur keinen Befreiungsschlag haben. Das wäre äußerst ungünstig. So, hier brennt unser wunderschönes Totem. Ja, es brennt für uns. Tadatü! Tja, Leute. Safe. Komm, wir machen... Wir machen den Pogo-Dance. 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 Luke. Du wunderschöne Luke. Pogo-Dance. Ja, ich stehe voll auf den Pogo-Dance. 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 Das muss jetzt Überlebender so geil aussehen. Aber ich hab bis jetzt noch nie eine Rückmeldung zu meinem Pogo-Dance bekommen. Ich mag den Pogo-Dance. Ja. Ich würde sagen, die Runde lief ziemlich, ziemlich gut. Ja, die war nicht schlecht, meine lieben Freunde. Die war nicht schlecht. Fast volle Punktzahl. Hat halt nur ein bisschen was beim Opfern gefehlt. Ja. Aber nicht super schnell. Warte. Ach ja. Ja, punktemäßig war die ein Highlight, ne? Das war mir den Pogo-Dance wert. Ach, me. Ja, ich freue mich gerade dezent. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Und ja, das wird sich hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen. Ja, vielleicht wieder mit Michael Myers. Mit Michael Myers sind wir ja auch recht erfolgreich so. Glatt ohne doppelte Blutpunkte oder so. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Ciao.